Einen wunderschönen guten Hallo miteinander. Das habt ihr jetzt ja eine ganze Weile nicht gehört. Das hat jetzt einen weniger und einen mehr lustigeren Hintergrund. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt von der einen Story, was passiert ist und warum ich bis gerade eben keine Videos aufnehmen konnte. Und noch eine andere Story, die extrem lustig ist, mir eingefallen ist, die ich euch einfach erzählen muss, weil sie so funny ist. Also es war Halloween und ich dachte mir gerade so, ja, ich richte mich langsam. Wollte mir vorher noch eine Gesichtsmaske draufklatschen. Und das sind halt so Gesichtsmasken aus solchen Tütchen, die man aufmachen muss und die vielleicht nicht ganz so easy aufzumachen sind. Und Lini dachte sich, ja, ich mache die halt mit den Zähnen auf. So, heute ist mein linker vorderer Schneidezahn unecht, da er mir damals durch den Sturz abgebrochen ist. Durch das Öffnen dieser Packung ist mein Zahn durchs Zimmer gejietet worden. So richtig jiet. Der Schock saß auf jeden Fall tief. Und ich war natürlich verzweifelt. Ich wollte fort. Ich wollte nachher weggehen. Und ich hätte kein Kostüm gebraucht. Ich sah mit einem halben Schneidezahn im Gesicht gruselig genug aus. Das konnte ich mehr oder weniger fixen. Bitte nicht nachmachen. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist. Deswegen rate ich einfach gar nicht erst dazu. Ich habe es mit Sekundenkleber festgeklebt, aber das hat immer nur so 22 bis 23 Stunden gehalten. Dann beim Döneressen ist er nämlich wieder abgebrochen. Dann war ich so sauer, dass ich ihn einfach aus dem Autofenster gejätet habe. So, jetzt hätte ich gar keinen Zahn mehr, den ich hinkleben konnte. Die Zahnfee kam trotzdem nicht. Ich bin enttäuscht. Es ist unglaublich lästig, wenn man da vorne einfach, wenn der Zahn fehlt. Und man nuschelt. Ich habe so genuschelt. Ich konnte weder S noch F tönen. Es war nur noch ein Gepfeife und Gezische und es war. Glaubt mir, das wäre so nervig gewesen. Ihr hättet euch irgendwann gedacht, jetzt schwätz halt zu. Halt die Klappe. Ich habe den Zahn gerade erst machen lassen. Das hat ein bisschen gedauert mit dem Termin. Aber jetzt ist er wieder gemacht. Jetzt kann ich wieder normal reden. Jetzt kann ich wieder Videos aufnehmen. Es tut mir so leid. Wer hätte das schon wissen können, dass mein Zahn sich durchs Zimmer jietet an Halloween? Das gute Ding hat jetzt 3 Jahre eigentlich gehalten. Eigentlich ziemlich gut 3 Jahre. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen sorgsamer umgehen, weil ich kannte die Belastbarkeit von sowas nicht. Und ich habe den halt so belastet wie einen normalen Zahn. Und da muss man anscheinend echt wirklich besser drauf aufpassen, was ich ignoriert habe. Und nach 3 Jahren hat es halt einfach Piu! Jiet gemacht. Warum habe ich jetzt das Rennen gemacht? Ich wollte es gar nicht machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, aber das ist schon nervig. Und eine andere Story, die über die ich einfach nicht hinweg bin. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit bei der Polizei, um eben eine Aussage zu machen. Da ging es um meinen YouTube-Kanal. Ich möchte da gar nicht großartig was zu sagen. Darf ich auch nicht. Ist ja egal. Der Polizist konnte sich nicht wegnehmen, mich die ganze Zeit Frau Leopardmund zu nennen. Nicht mit meinem Nachnamen ansprechen, nein. Er nannte mich nur noch Frau Leopardmund. Mir war das am Anfang so unangenehm. Ich bin rot angelaufen. Und ich dachte, oh Gott. Aber es war am Schluss so funny. Es ist tatsächlich zu einem Insider geworden. Und unter Freunden und meiner Familie, weil. Imagine, weiß jetzt sonst keinen Grund, warum man eigentlich sonst so zur Polizei das geht, aber ihr müsst zur Polizei und irgendwie kommt euer SSO-Account damit rein. Keine Ahnung wie. Und der Polizist nennt euch nach eurem SSO-Namen. Das ist so weird. Oh mein Gott, ich bin darüber immer noch nicht hinweg und ich werde niemals drüber hinweg sein. Gerne nennt mich jetzt auch Frau Leopardmund, bin ich voll zufrieden mit. Und gerne auch Frau Dr. Professor Leopardmund. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Mehr Spannendes passiert leider nicht in meinem Leben. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr eigentlich im Jahr zum Zahnarzt geht. Ich merke es, bei mir ist da keine Regelmäßigkeit drin. Ich bin nicht allzu oft beim Zahnarzt und ich denke, das sollte sich eventuell ändern. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie oft ihr eigentlich beim Zahnarzt seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit Frau Dr. Professor Leopardmund. Bleibt gesund und ciao, Kakao.